So, ich hoffe, du hattest auch wunderbare Weihnachtsfeiertage. Und wie das ja so üblich ist, bleibt dann meistens irgendwo was übrig. Oder man hat auch Naschsachen bekommen. Und bei mir war das jetzt hier Banane, die übrig geblieben war, die nicht mehr ganz so gut aussah. Aber ich bin auf die Idee gekommen, die kann ich ja trotzdem weiterverarbeiten. Weil innen drin war sie ja noch in Ordnung. Das siehst du auch gleich im Video. Und so habe ich die Karamellbonbons, die verlinke ich dir auch mal unten in der Beschreibung drinne. Hab dann da Haferflocken und die Banane und habe daraus Kekse gemacht und aus den Keksen dann auch noch Müsli. Ja, und das zeige ich dir jetzt hier wieder im Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Kochen mit Ursula und den Heißluftofen. Tolle leckere Rezepte, schonendes Garn, Kalorien sparen. Erfahr alles zum Heißluftofen. Klicke hier und abonniere meinen Kanal und verpasse keine Tipps von mir. 150 Gramm Haferflocken, eine Banane und vier so Karamell. Und daraus mache ich jetzt Plätzchen. Vergessen Video einzuschalten. Also die waren jetzt hier in dieser Schale. Die habe ich jetzt rausgeholt. So sehen sie jetzt aus. Duften tut es richtig herrlich. Ich liebe den Duft. So, dann lassen wir sie mal schön abkühlen erst, weil momentan sind sie noch warm. Und dann schauen wir mal weiter. So, das sind die restlichen, die übrig geblieben sind. Das waren richtig schön lecker. Das waren ja Bananen, die ich da verarbeitet habe. Also eine Banane, eine Restbanane, die übrig geblieben war. Also kannst du wunderbar Reste verarbeiten. Und aus dem kannst du jetzt auch ganz einfach Müsli machen, indem du das hier einfach mal jetzt hier in den Thermomix reinschmeißt. Oder andere Küchenmaschine, wo du das im Prinzip grob klein häckseln kannst. Also zu Müsli verarbeiten. So, ich schmeiße das jetzt hier kurz da rein. Schalte ich mal kurz ein. Ich mal kurz durch. Jetzt schon runter. Wirklich nur ganz kurz. Blick in den Topf. So, und das ist jetzt das fertige Müsli, was da rausgekommen ist. Das kannst du jetzt wunderbar mit etwas Milch essen. Der Duft der Bananen ist immer noch richtig herrlich. Aber so hast du wunderbar die Bananen verarbeitet, die übrig bleiben. Oder die übrig geblieben sind, waren, die nicht mehr so ideal zum Essen waren. Hast ja gesehen, die Banane sah nicht gerade mehr so besonders aus von außen. Innen war sie noch okay. Jetzt mache ich mir mein Müsli daraus. Und etwas Milch. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von mir.